wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und seien Sie herzlich willkommen zu unserem zweiten Gesprächskonzertabend mit Bachs Matthäus Passion. Wir sind heute am Beginn der Gebetsgeschichte in Gethsemane. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Also das Thema dieser Szene ist das Gebet Jesu. Und Bach schildert dieses Gebet mit großer Wärme. Die Streicher des ersten Orchesters begleiten wie immer die Worte Jesu, und vor allem die tieferen Stimmen des Streichersatzes, die Bratschen, betonen die große Empfindsamkeit des Gebetes Jesu. Dann fährt der Evangelist fort und beschreibt das Beten Jesu, und er tut das nicht in objektivierender Weise, sondern in sehr persönlicher Weise. Also er leidet dieses Gebet Christi mit. Und jetzt die zweite Hälfte dieses Gebets Christi. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, sagt er. Da kommt der tiefste Ton, die tiefste Lage in der ganzen Christuspartie auf einem tiefen Ass, Tod. Und die Streicher begleiten, wie immer, jetzt wieder in anderer Weise, nämlich mit einem Beben. Ein lastendes Beben und dazu die Christusstimme. Jetzt haben wir gerade einmal 15 Takte des Passionsberichts gehört, musiziert, das Gebet Jesu. Und jetzt unterbricht Bach die Geschichte. Und es kommt dieser Typ von Musik wieder, den wir gestern versucht haben zu fassen. Dieser Satztyp des begleiteten Rezitativs. Also jetzt wird beobachtet, was ist gerade erzählt worden, was bedeutet das? Eine Instrumentalgruppe im ersten Orchester, die Flöten, die Oboen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Continuo-Instrumente,
bezeichnen zwei Aspekte. Die Bläser haben ein Klagemotiv. Pampada, Pampada. Die Continuo-Instrumente haben ein repetiertes Motiv. Das ist eine Verkleinerung dessen, was Sie gerade gehört haben, dieses, ich sagte, lastende Ta, Ta. Das heißt jetzt, ja, Ta, 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 Ta. Also ein Erzittern. Also Bach hält eine Situation fest mit zwei Motiven und er wiederholt diese beiden Motive unablässig, immer wieder. Das heißt also, zuhörender Mensch, jetzt konzentriere dich hier drauf. Sie verstehen das, das ist also immer das gleiche Motiv, immer dasselbe, die Repetition und das Klagemotiv. Und dazu tritt nun der Tenor, er berichtet einen fortlaufenden Text, O Schmerz, hier zittert das gequälte Herz. Also er singt immer neue Worte, neue Gedanken, aber die Bläser insistieren, die Continuo-Instrumente insistieren, Mensch, jetzt höre hierauf, hierum geht es. Und hier bricht dieser Satztypus, dieser Rhythmus ab und es kommt etwas ganz anderes. Was kommt? Im zweiten Chor, im zweiten Orchester ein Choral. Überlegen Sie, was hier geschieht. Einerseits wird die Szene, die Passionsszene betrachtet. Jetzt wird nach dem Sinn gefragt. Was soll das? Also warum muss Christus leiden? Und hier die Frage, was ist die Ursache aller solcher Plagen? Aber diese beiden Dinge werden in einem Satz konfrontiert. Auf der einen Seite hier der Schmerz, den er beschreibt, den die Instrumente des ersten Orchesters ausdrücken und hier die Begründung, warum das überhaupt geschieht. Also ein hochkomplizierter Satz in seiner doppelten Denkweise. Wir zeigen Ihnen die Verbindung, also der Tenor mit den Bläsern und Continuo-Instrumenten und hier der Choral. Das wird sich fortsetzen. Jetzt sind wir, haben wir die erste Hälfte eines begleiteten Rezitativs mit dem Choral gemacht. Jetzt folgt die entsprechende Arie. Ich versuche das nachzuzeichnen, um uns bewusst zu machen, dass es Bach ganz stark um die Sinnfrage geht. Was soll das hier? Nicht wahr? 15 Takte Passionsbericht. Jetzt nach dem Choral haben wir schon 30 Takte Nachdenkens gehabt und jetzt kommt erst die Arie. Sie wird 90 Takte haben. Also ganz stark sieht man, die Matthäus-Passion ist die nachdenkende Passion. Sie will unser Empfinden herausfordern, aber auch unser Bewusstsein schärfen. Die Arie beginnt auch auf dieser Seite des Ensembles, also im ersten Orchester, mit einer solistischen Oboe und dem Fagott, der Orgel natürlich. Und wir hören ein, wie soll ich sagen, ein Signalmotiv.
Der Tenor wird genau dieses Motiv aufnehmen. Ich sagte Signalmotiv, ein Motiv, was etwas Waches beschreibt. Ich will bei meinem Jesu wachen. Das verbindet sich mit der Oboe. Das Verblüffende, dass dieses Motiv und sein Singen nach zwei Takten abbricht. Und dann setzt an der Stelle der zweite Chor, das zweite Orchester ein, mit dem textlichen Gegensatz. Ich will bei meinem Jesu wachen, so schlafen unsere Sünden ein. Also eine Konsequenz des Textes, die hier ganz plastisch, musikalisch ausgedrückt ist. Mittelteil dieses Satzes ist rein solistisch, also der Tenor und die Oboe sind spielen und singen und immer geht es um Kontraste. Nicht wahr? Ich will bei meinem Jesu wachen, wo schlafen unsere Sünden ein. Jetzt in der Mitte singt er sein Trauern wird mir Freude sein. Trauern und Freude sind die Gegensätze und Bach prägt sie ganz genau aus, kantabel, expressiv, dann sehr rhythmisch, freudig. Das Überraschende kommt eigentlich jetzt. Jetzt setzt der zweite Chor, das zweite Orchester ein mit einem ungewöhnlichen Text. So muss uns sein verdienstlich Leiden recht bitter und doch süße sein. Überlegen Sie, recht bitter und doch süße sein. Das sind Kontraste, scharfe Kontraste. Bach hat die textlichen Kontraste bisher alle getrennt. Freude, Trauern, Schlafen, Wachen. Und er findet, dass diese beiden letzten Kontraste des Textes zusammengehören. Ja, natürlich, sie gehören zusammen. Recht bitter und doch süße sein. Die Passion ist bitter, weil Christus leidet. Die Passion ist süß, weil der Mensch dadurch erlöst wird. Das gehört untrennbar zusammen. Das ist ein zentrales Thema für Bach in der Passion, dass diese beiden Bereiche verknüpft sind. Wir hören auch, dass Bach über dieses Thema, also über das textliche Thema Bittersüße nachdenkt. Nachdem er das vorgestellt hat, haben Sie eben beobachtet, plötzlich wird der Satz so, ja,
was bedeutet das? Wie gehen wir damit um? Und am Schluss wird das nochmal gesagt. Das war also jetzt die erste große Meditation dieses Passionsteils, den wir heute betrachten. Und Bach kehrt zurück in die Situation des Gebets Christi und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Bach macht etwas sehr Spezielles. Wenn Sie genau hinhören, dann werden Sie beobachten, dass im Continuo das Niederfallen Christi nachgezeichnet wird, also in der Bassgruppe zum Evangelisten. Dann setzt Jesus ein. Er setzt in hellem B-Dur ein, also einer strahlenden Tonart. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Also Christus hofft in Bachs Sicht, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und plötzlich verdunkelt, verdüstert Bach diesen Satz: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das Gebet Christi, 7 Takte. Und was geschieht jetzt? Jetzt wird wieder nachgedacht. Der Bassist fährt fort, der Heiland fällt vor seinem Vater nieder. Also die Situation wird betrachtet. Und das begleitete Rezitativ bildet jetzt dieses Niederfallen ab. Hören Sie in den Streichern des zweiten Orchesters, wie dieses Motiv von oben nach unten fällt, also das Niederfallen Christi abbildet. Das wird den ganzen Satz über wird das geschehen. Immer wieder dasselbe Bild. Zuhörender Mensch, konzentriere ich darauf, das ist das Thema. Interessant zu sehen, dass im vierten Takt sich dieses Motiv umkehrt. Also er ist viel nach unten. Jetzt redet der Text davon, dass dieses nach unten fallen Christi den Menschen zu Gottes Gnade zurückbringt. Da steigt dieses Motiv aus tiefer in hohe Lage. Und auch dieses Rezitativ, begleitete Rezitativ, hat eine Arie. Es ist ein tänzerischer Satz, wie wir das ja gestern schon verschiedene Male beobachtet haben, im Dreiachteltakt, also im Grunde ein spielerisches Stück. Ein verblüffender Text. Gerne will ich mich bequemen, Kreuz und Martha anzunehmen, trinke ich doch dem Heiland nach. Ich war fast ein bisschen zu fromm. Gerne will ich mich bequemen. Ja, das muss man ja akzeptieren. Aber Bach will das nicht. Er schreibt also diesen Tanzsatz zwar, aber er protestiert gegen den Text.
gar nicht gerne will ich mich bequemen. Da hören Sie Dissonanzen, da hören Sie Gegenakzente, Gegenrhythmen. Nein, ich will das nicht. Das ist zu viel für mich. Ich wehre mich. Nicht etwas verblüffend, Bach, der gegen den Text komponiert. Mich hat dieser Gedanke sehr beschäftigt und ich habe versucht, ihn weiter zu verfolgen. Gehen wir weiter zum nächsten Choral und wir werden Ähnliches beobachten können. Heißt es, er hilft aus Not der fromme Gott und züchtiget mit Maßen. Can we do this example one more time? Jetzt hören Sie, was Bach tut. Er hilft aus Not der fromme Gott. Das sind wunderschön klingende Dur-Akkorde. Danach kommt plötzlich die Textgruppe und züchtiget mit Maßen. Und plötzlich wird das ganz dissonant. Also der zweite Textteil heißt und züchtiget mit Maßen. Aber Bach komponiert ganz anders. Hören Sie die Tenorführung. Also Bach komponiert gar nicht, dass hier mit Maßen gezüchtet wird, sondern dass über die Maßen gezüchtigt wird. Es tut weh. Und wenn wir weitersehen an das Ende dieses Chorals, dann haben wir wieder diese herrlichen, wunderschön klingenden Schlussakkorde, vor allem in den Tenören mit einer hohen H-Dur-Terz. Und wenn dann danach der Passionsbericht weitergeht, nach diesem Versprechen, dass Gott aus Not helfen wird, dann ist das sehr ernüchternd. Bach kritisiert den Text. Es folgt jetzt im Passionsbericht die Gefangennahme Christi. Das ist eine sehr dramatische, sehr spannende musikalische Erzählung. Ich möchte sie Ihnen jetzt nicht zeigen. Sie erschließt sich ohne Probleme beim Zuhören von selbst. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist der Satz Nummer 27.
Das ist der nächste betrachtende Satz, also wo wieder von der Geschichte weggegangen wird und nach ihrem Sinn gefragt wird. Wir beginnen an der Stelle, wo Jesus den Verräter Judas begrüßt: Mein Freund, warum bist du gekommen? Und daraufhin die Soldaten Christus gefangen nehmen. Daran schließt sich unmittelbar dieser Satz 27, dieser kommentierende Satz an. Und ich möchte Ihnen den Übergang zeigen. Also aus dem Evangelienbericht in das Nachdenken. Wieder hören Sie eine Situation, die beschrieben wird. Also etwas wird als Zentrum erklärt und dem wird nachgedacht. Da hören Sie in den Streichern des ersten Orchesters einen sehr rhythmischen Beginn. Sie hören jam, bam, 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 bam. Sie könnten sagen, das ist der Marschrhythmus der Soldaten. Gleichzeitig erklingen in den Bläsern des ersten Orchesters Motive, die etwas Klagendes beschreiben. Bam, pi, jam, bam, pa, da. Also zwei gegensätzliche Sachen. Also eine Situation zwischen Klage und Unerbittlichkeit. Voraus, Jesus. Also die Orchestereinleitung eines langen kommenden Satzes, eines offensichtlich sehr dramatischen Satzes. Man sieht beinahe die anrückenden Soldaten und die Gefahr, die für Jesus von dieser Seite ausgeht. Dann setzen zwei Solistinnen ein. Sie werden hören, dass das Motiv, was eben die Bläser gespielt haben, dieses Pampa-da-ta-ta-da, jetzt den Solistinnen gegeben wird, so ist mein Jesus nun gefangen. Und dann geschieht etwas, ja, ich finde, beinahe Unglaubliches. Völlig unvermittelt, nicht vorauszuahnen, setzt der zweite Chor und das zweite Orchester ein. Mit den Worten, lasst uns haltet, lasst ihn haltet, bindet nicht. Sie schreien eigentlich, das ist nicht mehr Gesang. Sie brüllen hinein in die Szene. Lieber, es wird suggeriert, als würden diese Menschen, die hier in die Szene hereinbrechen, als könnten die eine Geschichte, die vor 2000 Jahren geschehen ist, ändern. Wie kann man auf solch einen Gedanken kommen, dass eine Sache, die geschehen ist, 2000 Jahre später geändert werden kann. Der Effekt dieser Situation ist ein unglaublicher. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden. Also warum geschieht nicht etwas, was diese Situation verändert?
was Jesus freikommen lässt, sind Blitze, sind Donner. Sie sollen noch kommen. Jetzt schreibt Bach für beide Chöre, beide Orchester, keine Solisten mehr und beginnt in einer fugenartigen Eröffnung diesen Anfang darzustellen. Er schreibt zunächst nur für die beiden Chöre, für die vier Stimmen der beiden Chöre, die nacheinander einsetzen und die Continuo-Instrumente. Und er malt den Text. Blitze, das sind drei Klänge, die scharf skandiert werden. Donner, das sind schnell rollende Gänge. Also eine dramatische Situation wird dargestellt. Sie muss noch gesteigert werden können, denn zunächst spielt das Orchester nicht. Jetzt werden die Orchester dazugezogen, unabhängig, das erste Orchester, das zweite Orchester. Die Chöre werden jetzt geteilt, der Satz wird achtstimmig, also die Situation wird noch dramatischer. Dann auf dem Höhepunkt der Emotionalität etwas schon Besonderes. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden? Plötzlich macht Bach eine Generalpause, reißt diesen dramatischen Satz ab, hört hin, kommen Sie nicht, die Blitze, die Donner, um den Verräter zu zerstören. Und da Blitze, Donner nichts tun, wendet der Text sich jetzt, ja, würden Sie das bewusst glauben, an die Hölle. Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle. Wir sind mitten im Passionsbericht einer frommen Passion und der Text wendet sich an die Hölle, die sich doch öffnen möge, um den Verräter zu verschlingen. Eingeschobener Satz und am Ende des ersten Passionsteils wird eigentlich im Passionsbericht nicht mehr sehr viel Neues erzählt. Ein groß angelegtes Christuswort gibt es da, aber das hebt sich eigentlich nicht in der eben gehörten Weise von der Gesamtkonzeption ab. Ich möchte gerne an das Ende des ersten Passionsteils gehen. Der Text des Evangelisten schließt dort ab, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Also das nüchterne, bittere Ende dieses Passionsberichts, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Nun gibt es in der ersten Fassung der Matthäus-Passion einen Schlusssatz des ersten Teils, der anders ist als in der späteren Fassung von 1736. Bach schreibt einen Choral, einen schlichten Choralsatz und dieser Choralsatz hat den Text, mein Jesum lass ich nicht, geh ihm immer zur Seite. Also, verstehen Sie, ein Stichwortanschluss, da verließen ihn alle Jünger und flohen und jetzt sagt die Gemeinde, meinen Jesum lasse ich nicht. Sehr logisch, sehr natürlich. Wir zeigen Ihnen diesen ursprünglichen Anschluss.
schön klingender Satz. Sie können auch sich bewusst machen, dass hier etwas fließt. Immer Achtel, ta, 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 ta. In einer Stimme des Satzes sind immer Achtel, also etwas Fließendes. Und natürlich gibt es für solche Eigenheiten immer textliche Anlässe. Christus lässt mich für und für, und jetzt kommt etwas sehr Schönes, zu dem Lebensbächlein leiten. Dem Lebensbächlein. Ich glaube nicht, dass er selbst hier an seinen Namen gedacht hat. Ich aber schon. Und I want to say this to our young people. There is a word, Lebensbächlein. This is the brook of life. But you could also say it's the Bach of life. And I think it's something which, if you have it going with you, it's always a wonderful thing. Lasst uns diese beiden Zeilen hören. Das war der ursprüngliche Choral am Ende des ersten Passionsteils. Warum hat Bach ihn später nicht mehr verwendet? Ich glaube vor allem deswegen, weil er zu kurz ist. Sie haben diese langen Sätze gerade mit mir beobachtet, diesen Satz 27, den dramatischen, oder vorher die Gebetssätze. Das sind ja alles Sätze mit über 100 Takten. Und natürlich ist dieser Choral viel kürzer. So entschließt sich Bach also, einen anderen Satz an den Schlussteil des, an den Schluss des ersten Passionsteils zu stellen. Es ist der Choral O Mensch, bewahre deine Sünde groß, ein groß angelegter Choralsatz, wo die Choralmelodie O Mensch, bewahre deine Sünde groß in Zeilen und mit großen Zwischenspielen im Zentrum steht. Wollen wir uns das kurz ansehen. Es ist ein Satz, der sehr stark durch Sechzehntelgruppen, und zwar durch fließende Gruppen, geprägt ist. Da also, darin also dem eben gehabten Choral durchaus verwandt. Und Sie hören diese Sechzehntel fließenden Gruppen in den Flöten, die Oboen, in den Continuo-Instrumenten. Manchmal auch in den Streichern. Und natürlich bezieht sich das auf, O Mensch, bewein dein Sünde groß. Das ist ja auch etwas Fließendes. Diese Musik hören, ist sie aber eigentlich gar nicht beweinend. Das klingt doch nicht traurig. Hier wird etwas Positives dargestellt und in dem Choralvers beschreibt der Text das Leben Christi von seinem Beginn, von seiner Geburt bis zum Kreuz. Und das ist ein Heilsgeschehen. Etwas ganz Positives, was hier geschieht. Und so kehrt Bach den Sinn des Beweinens ins Positive um. Sie hören jetzt den ersten Abschnitt mit dem Chor, wo der Choral einsetzt, Melodie in den Sopranen. Thank you.
das Ende des ersten Passionsteils. Muss man ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sollten noch so ein bisschen weitergehen, denn die Passion ist immer noch sehr lang. Und wenn wir noch ein bisschen was gesehen haben vom zweiten Teil, dann haben wir es morgen leichter. Also ich darf mit der Nummer 30, also dem ersten Satz des zweiten Passionsteils, weitergehen. Das ist, wie Sie sehen, ein Stück für einen Solo Alt, das erste Orchester, und dann auf der anderen Seite für Chor 2, das zweite Orchester. Machen wir uns doch bewusst, was das bedeutet für die Passion, dass die Kommentare auch in den Chören geschehen, also nicht nur in Arien, wie etwa in der Johannespassion, sondern dass der zweite Chor mit dem zweiten Orchester etwas Unabhängiges zu sagen hat. Ach, nun ist mein Jesus hin, sagt die Altistin am Beginn des zweiten Teils. Und damit spricht sie ein Thema an, was auch den ersten Teil der Passion betraf. Dort hieß es, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Und hier klagt eine Tochter, eine Frau, mit ähnlichen Worten. Ach, nun ist mein Jesus hin. Sie sagt es erregt, das erste Orchester im Tutti sagt es sehr erregt. Also eine dramatische, auswegslose Situation wird dargestellt. Also eine dramatische, eine verzweifelte Situation. Im zweiten Chor, zweiten Orchester, das genaue Gegenteil. Hier wird gefragt, wo ist denn dein Freund hingegangen? Das wird im leichten Dreierrhythmus gesagt und eigentlich interessiert man sich gar nicht dafür, dass sie ein großes Problem hat. Im Gegenteil, und ich habe auch das bei meinen Überlegungen jetzt zum ersten Mal bewusst gesehen. Da wird auskomponiert der Text, O du Schönste unter den Weibern. Ein paar Takte lang, nur dieser Text. Ja, also was hat das mit der Passionsgeschichte dazu zu tun, dass sie eine schöne Frau ist? Das ist doch eine Belästigung. Finden Sie dies, dass das zwei völlig verschiedene Musiken sind? Also dieser Teil des Ensembles versteht überhaupt nicht, worum es eigentlich geht in der Passion. Sie aber fährt fort, mein Lamm in Tigerklauen. Und die hier verstehen das nicht. Wo hat sich dein Freundin hingewandt, so nett, freundlich? Thank you.
sehen wir uns noch den Schluss dieser Arie an. Da sagt sie, ach, nun ist mein Jesus hin. Sie sagt es in der dramatischen Weise wie bisher. Nun gab es in der Matthäus-Passion noch keine Arie, die nicht mit einem Orchester-Nachspiel, einem Ritornell, aufgehört hätte. Immer kommt am Schluss noch einmal der instrumentale Hauptsatz. Hier aber hört sie auf und sagt, ach, wo, nicht wie am Anfang nun, wo ist mein Jesus hin? Dann bricht die Musik ab und der Passionsbericht gibt die Antwort auf diese Frage. Evangelist sagt, die aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas. Also eine völlig ungewöhnliche Verhaltensweise der Musik. Dann schließt sich an die Szene mit den falschen Zeugen. Also falsche Zeugen werden gesucht, die gegen Jesus antreten sollen. Und das wird berichtet in drei Takten. Und dann schreibt Bach als Stigma dieses falschen Zeugnisses einen falschen Akkord. Das hören Sie ganz deutlich. Also zu dem, was der Evangelist singt, klingt etwas völlig Falsches in den Continuo-Instrumenten. Und wie wohl viel falsche Zeugen herzutraten, funden sie doch keins. Dann kommen die falschen Zeugen. Es sind zwei. Und sie müssen natürlich dasselbe sagen, sind ja Zeugen, das muss also das Zeugnis muss übereinstimmen. Und so schreibt Bach einen Kanon. Der Alt beginnt, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerbrechen und wieder aufbauen. Und der Tenor sagt es eine Oktave höher nach. Wenn Sie einen lächerlichen Kanon hören wollen, dann hier. Ein lächerlicher Kanon, der falsch ist. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen: Jesus wird zu diesem Zeugnis schweigen, nichts sagen und dieser Text wird anschließend kommentiert werden. Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille. Ich denke, jetzt machen wir das so, ich könnte Ihnen das weiter erklären, aber wir werden diese Sätze gleich musizieren, wenn wir den Teil der Passion, den wir heute musizieren, als Ganzes machen. Wir brechen also jetzt hier ab und gehen zurück zum Satz 18. We'll now continue with measure with movement number 18. Perhaps we have to tune one more time. Thank you.
fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Musik
er mir zu schickten mir, denn 12 Legion Engel. Thank you.
hatte. Petrus aber folgete ihm noch von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Thank you.
falschen Zungen steckt.